Und weiter geht's zu unserem zweiten Programm. Da möchte ich schlicht und einfach das erste hernehmen und das ein bisschen erweitern. Da würde ich jetzt den Satz so formulieren: Der Microbit soll beim Start das Wort Hallo einmal sagen und dann meinen Namen einfach immer in einer Schleife darstellen. Ja? Also, beim Start Hallo einmal. Dann Name immer. Dann übersetzen wir das jetzt einmal. Ich kann also da hergehen jetzt und sagen, okay, on start, showstring, hallo, das macht er. Und bei Basic hole ich mir jetzt einfach forever. Dann hole ich mir showstring. Steckt das jetzt da hinein. Nimm meinen Namen. Drück Enter. Und dann sehe ich schon bei der Simulation, da steht Hallo. Und dann kommt mein Name. Und der kommt wieder. Und der kommt wieder. Das war's. Das war jetzt ziemlich ein kurzes Video, gell? Ich könnte das jetzt natürlich. Ja, ich stoppe das jetzt da. Okay. Ja, passt. Unser zweites Programm haben wir auch schon fertig. Ich sage also, das nenne ich jetzt Hallo 2 und sage, speichere das. Ich könnte eigentlich gleich da mein Microbit wieder anstecken. Man sieht also jetzt das Programm, das ich vorher da aufgeladen habe, das sieht man da nicht mehr. Gell? Das existiert so gesehen für uns sichtbar nicht mehr. Ich kann also wieder da in mein Verzeichnis reingehen und sagen, Microbit Hallo 2. Das tue ich kopieren und tue es da herüben einfügen. Der Microbit blinkt.